Ah komm, wenigstens noch ein bisschen Zink und ein bisschen Plutonium noch, dann... Dann reicht das eigentlich. Dann können wir die Zellen bauen und dann können wir eigentlich auch hier wegfliegen vom Planet. Da ist nochmal Zink. Sauber. Da ist Zink sonst irgendwas aufgetaucht. Thermium. Ja, nö. Der Planet schenkt uns nichts. Der hasst uns einfach. Der Planet hasst uns. Oh, warte mal. Hier ist schon wieder so eine Peitsche. Ja, ich sehe es gerade. So, warte. Zink nehme ich mit. Wenn wir eben kurz gucken, was brauchen wir denn für Lebenserhaltung nochmal? Wir brauchen dafür Kohlenstoff, ne, oder? Thermium, haben wir genug. Und wir werden mal eben Plutonium rübertragen. Wo ist es? Da, Plutonium. Und Zink. Und dann können wir im Raumschiff doch nochmal weiterbauen. Warte. Antimaterie. Und wir brauchen Zink. Ein bisschen Zink brauchen wir noch. Ein bisschen Zink. Ein bisschen Zink. Ein bisschen Zink. Zink, Zink. Ich zink dir gleich mal eine. Du alten Zinker. Das Geräusch kam nicht von mir, ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich bin hier gerade am Urinieren oder so. Das Plätschern kam von dem Spiel. Ein Traum. Also das Spiel, das muss man echt auch in Vollbild immer genießen. Also ohne jetzt irgendwie Chat oder so. Nichts gegen Chat, Gottes Willen, ne? Beim 300. Folge-Stream und so, ne? Aber bei dem Spiel echt manchmal einfach so... Huch! Einfach das mal genießen mit der Soundkulisse. Ach, guck mal an! 7 Minuten? What the fuck? Wenn er jetzt gestanden hätte 7 Stunden oder so, dann wäre ich ausgeflippt, dann... Dann hätte ich aber ausgemacht. So. Da ist Thermium. Ich brauche nochmal... Da können wir nochmal hingehen, in dem Waldbereich da hinten. Vielleicht ist da nochmal Zink. Ich schau mal, ob wir hier irgendwie einen Weg von den Bergen runter finden. Ist da jetzt eigentlich weniger geworden? Nein. Mich würde mal interessieren, wenn man hier den Weg... Uah. Wenn man... Uah. Oh Gott. Wenn man hier komplett einmal den Planeten umkreist, wie lange das dauert. Das würde mich echt mal interessieren. Ob das Schiff dann unter einem ist? Eieieiei, extreme Nachttemperatur. Verdammt. Das heißt, wir werden nachts noch mehr frieren. Ich wollte doch zu dem Waldbereich, ne? War das hier? So. Wie schnell das jetzt dunkel wird draußen. Das ist so. Ich muss gleich schon wieder Licht anmachen. So. Da wären wir auch schon. Einmal abscannen. Hier ist nicht ein... Hier ist nicht ein Zink. Nicht eine einzige Zinkpflanze ist hier. Ich glaube, wir werden da drüben mal in die Höhle gehen, um uns aufzuwärmen. Weil so langsam wird es Zeit dafür. Also Thermium... Das muss man sich mal merken. Also Thermium gibt es hier echt en masse. Ja, hör auf zu frieren. Wir sind ja gleich in der Höhle. So, jetzt aber. Temperatur stabilisiert sich. Jupp. Ach ja. So, ich muss mal anders. Ich muss mal ein bisschen... Ich guck mal wieder ein bisschen näher hier zu euch, Freunde. Ich werde mal... Warte mal eben. Warte, just a moment. Ich hab einen zu kurzen Arm. Hallo, da bin ich.
Guck mal, ich habe mir heute sogar ein bisschen die Haare gemacht. Mal euch schick gemacht für Folge 300. Man muss ja ein bisschen schick sein, ne? So, haben wir uns aufgewärmt. Ja, schön. Da! Ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Ich nehme alles zurück. Tamio nehmen wir auch nochmal mit, weil es auf dem Weg liegt. So. Irgendwie sitze ich hier. Warte mal. So. So geht das schon wieder. Viel, viel besser. So, es dürfte aber von Zink dann her reichen. Dann müssten wir eigentlich theoretischerweise, wenn wir das jetzt übertragen, ich übertrage das mal eben, warte. Na, zack. Im Raumschiff theoretischerweise die Antimaterie bauen. Ja. Achso, 5 Stück. Guck mal hier. So. Was? Nein! Ach, jetzt brauchen wir Tamium oder was? Ach komm, fick dich doch. Ja gut, Tamium dürfte jetzt hier auf dem Planeten kein Problem sein. So. Davon haben wir ja genug hier. Also da mache ich mir am wenigsten Sorgen. Das haben wir ja hier en masse rumfliegen. Mal eben abscannen. Guck mal an, da wartet schon der nächste Haufen auf uns. Der nächste Haufen. Haufen. Eine Menge Haufen. So. Dann gucken wir mal. Reicht das an Tamium? Ich übertrage das mal. Gucken mal. Produkt hergestellt. Produkt hergestellt. Und natürlich nicht, weil uns immer noch Tamium fehlt. Ich freue mich schon auf den... Ich freue mich schon auf den Rückweg zum Schiff wieder. Tamium! Wo bist du? Ich laufe hier die ganze Zeit an so einem Links lang. Ich muss mal hier... Warte mal. Guck mal eine an. Wenn wir schon einmal hier sind, ne? Ist ja so selten. Oh, guck mal da oben. Da oben. Genau da oben am Rand von dem Kackberg ist Zink. Das ist doch nicht normal. Mitten in diesem Grand Canyon hier. Und jetzt finde ich kein Tamium, oder was? Das ist doch nicht wahr. Das Spiel mobbt mich. Ich will nicht mehr. Warum? Was ist hier passiert? Warum sind hier so komische Flecken? Sind hier die Bomben gefallen oder was? Da werde ich niemals nicht raufkommen. Oder warte mal. Mal ein bisschen Terraforming betreiben. So, warte. Yeah, ich komme. Oh Gott. Ich will mich nicht nach oben graben. Hast du gestern noch gesagt? Ja, mein Gott. Was brauche ich dafür? Kohlenstoff. Ich will wenigstens den Zinkklumpen da haben. So, wenn hier mal einer... Wenn hier mal einer... Huch. Wenn hier mal einer zu Besuch ist auf dem Planeten und guckt so... guckt sich hier aus... Wo ist denn das Ding? Das war doch gerade hier, oder? Oder war das hier? Jetzt sammle nicht, ich hab das Zink jetzt hier weggesprengt. Und guckt sich hier so um und dann auf einmal fällt er hier so in das Loch. Alter, in die Schlucht. Boah, der wird den Spieler so verfluchen, der das Loch gemacht hat. So. Dann gehen wir eben Zink holen. Und anschließend nochmal ein bisschen Tamium, weil dann haben wir soweit eigentlich alles. Und dann können wir ganz gemütlich zum Schiff zurückwandern. Ja, das Klavier. Das Klavier spielt. So, warte.
So. Tamium. Mädels. Jungs und Mädels, wo haben wir Tamium? Das ist doch nicht wahr. Weißt du, gerade die ganze Zeit war Tamium keine Mangelware. Hast du richtig viel gefunden und jetzt auf einmal nichts, nichts dergleichen. Nicht ein Tropfen davon. Ja, ja, deine Mama ist Wärmeschutz. So. Das gibt's doch nicht. Ich weiß, bin schon wieder zu ungeduldig. Tamium ist aus. Ja, ich glaube auch. Ist nicht die Saison für Tamium, ne? Ist nicht die Saison, würde ich sagen. So. Guck mal an. Jede Menge. Ich glaube, die Saison für Tamium hat gerade wieder angefangen. So. Dann schauen wir mal. Also, wir müssen... Warte mal, kann ich das jetzt hier? Ja, kann ich. Juhu. So, kann ich auch nur 5 Stapeln von... Ja, geht. Aber ich kann hier schon mal... Und wir haben sogar noch einen in Reserve. Kann ich denn... Habe ich denn noch genug, um was Neues zu bauen? Wahrscheinlich nicht, ne, oder? Mir fehlt wahrscheinlich irgendwas. Ja, mir fehlt bestimmt Zink, ne? Ja, mir fehlt Zink. Und Tamium. Zink und Tamium. Und dann kann ich nochmal eine Zelle herstellen. Komm, dann machen wir noch eine in Reserve. Komm, da ist Tamium. Zink finden wir bestimmt auch noch irgendwo. Dann gehen wir direkt Richtung Schiff. Da ist unser Schiff. Wie lange? Alter, 7 Minuten. Ja. Aber das wäre doch mal so eine No Man's Sky Lebensaufgabe, oder? Einmal den Planeten vom Schiff aus. Also sagen wir mal, wenn jetzt da das Schiff ist. Ja, da startest du. Immer straight die Richtung gehen, bis du einmal komplett umkreist hast, den Planeten. Das wäre doch mal so eine No Man's Sky Lebensaufgabe, oder? Mal gucken, wie lange dafür einer braucht. Nein, ich mach das nicht. Nein. Nein. Nein, könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Nein, dann mach ich nein. Dann werden wir das nächste Jahr nur noch No Man's Sky, also dieses Jahr werden wir nur noch No Man's Sky dann spielen. Bis ich es geschafft habe. So. Aber ich weiß jetzt schon, dass man das... Dass man länger braucht, wie eigentlich soll. Weil... Soll ich euch sagen, warum? Weil... Du immer wieder andere Sachen siehst. Und du dich ablenken lässt vom Spiel. So. Und wir werden da, glaube ich, ganz schön lange für brauchen. Plutonium und Tamium. Neue Aufgabe. Umkreise den Planeten. Challenge accepted. So. Nein, mache ich nicht. Nein. Und zumal nicht heute, weil ich glaube... Also sollte das wirklich... Sollte... Ja, war ich nicht. Ciao. Sollte das denn wirklich so stimmen? Laut den... Oh, warte mal. Ist... ich friere gerade. Mal eben so eine Höhle bauen. Oder da hinten reingehen. Warte. Sollte das denn... Was? Sollte das denn wirklich so sein, dass, so wie die Entwickler gesagt haben, dass angeblich ja, oder beziehungsweise so wie die Gerüchteküche kursiert, dass die Planeten angeblich so groß wären wie die Erde, also unsere Erde, wo wir leben, dann würde das ganz schön lange dauern, bis wir einmal rum wären. Das, ja. Alter! 40 Zuschauer! Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Zur Folge 300! Und zum 12-Stunden-Marathon-Stream. So. Oh Mann. Und nein, ich kann euch beruhigen, es wird nicht nur No Man's Sky gestreamt. Aber mir fällt auf, bei solchen Zuschauerzahlen hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich... Dass No Man's Sky so gesehen wird so gerne. Also... Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nur, weil... Keine Ahnung. Warum auch immer. Vielleicht haben einige auch nur einfach nur... den Kanal angemacht, so für nebenbei, weißt du, machen irgendwas anderes und, ach, lass einfach laufen da, der und schalt auf Mute, mit der Mute-Taste oder so. Das gibt's doch nicht. Ich laufe immer wieder in so einem Kack-Canyon hier rum. Und was ist denn hier? Höhlenmalerei oder was? Wollte hier irgendeiner irgendwas hinschreiben? Wahrscheinlich Help Me oder so. Und wir müssen immer noch Zink finden.
Ich habe gedacht, ich falle jetzt da runter. Ich hoffe, wir werden noch zinkfündig. Weil ich bewege mich ja Richtung Schiff schon wieder. La 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 la. La 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 la. So. Ich bin so alleine. Und es wird Tag. Sehr schön. Tamium. Hey. Achso, apropos Tamium. Können wir ja bauen, ne? Wenn wir einmal dabei sind, ne? Hier. Yay. Jetzt brauchen wir noch einmal Zink. Wie gut, dass wir so viel Iridium vorhin gesammelt haben. Zink fehlt uns jetzt noch. Und dann können wir quasi nach Hause. Also 5 Zellen waren es gewesen, dann ist der Antrieb komplett voll. Jetzt überleg mal, 5 Zellen brauchst du. Und wir bauen jetzt 2 Ersatzzellen. Oh Gott. Dieser Planet, ne? Wer will denn hier wohnen? Oh Gott, das geht nicht gut. Aua! Aua, was? Aua, was denn? Was? Von was? Von was denn? Hier ist nichts. Ich hau ab hier. Ich hab keine Ahnung, was das war. Boah, ich würde so gerne. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde so gerne. Mich juckt's echt in den Finger. Ja, Waffenladung aufgebraucht. Deine Mama ist aufgebraucht. So. Ich würde so gerne Resident Evil spielen. Ihr glaubt gar nicht, wie mir das in die Finger juckt. Aber ich darf nicht. Ich darf nicht. Also spielen darf ich schon. Nur nicht streamen. Ich darf nur nicht streamen. Also spielen dürfte ich schon, aber ja. Aber ich will euch ja mitnehmen zu dieser Reise. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie lange brauchen wir noch? Oh, sind noch 3 Minuten. Das passt ja. Und down. Jawohl. Zink. Wieso bin ich schon wieder so heller? Ich sehe aus wie so ein Atompilz. Guck mal mein Gesicht an. Ich sehe aus, ob ich gleich jeden Moment implodiere. Liegt es daran, weil ich zu nah am Bildschirm bin? Ich glaube ja. Ich sollte vielleicht ein bisschen weiter weggehen. So. Ist aber immer noch so hell. Das mag aber, glaube ich, auch an dem Planeten liegen, weil er hell ist. So, nehme ich mit. Jawohl. Sogar 2 Pflanzen. Hey. Das heißt, wir können noch eine Zelle bauen. Können wir noch, haben wir noch ein bisschen Zink? Warte mal. Wir haben noch ein bisschen Zink, warte mal. Warte. 3 Zellen haben wir jetzt sogar. Können wir noch? Ich probiere es nur mal aus. Nein, Tamium. Aber dann hätten wir 4 Zellen. Weil komm, dann produzieren wir ein bisschen vor. Weil auf dem Rückweg werden wir bestimmt jetzt nochmal Tamium finden. Dann haben wir 4 Zellen in Reserve. Und das, denke ich mal, ist akzeptabel. So. Zu dem abgestützten Schiff würde ich gerne nochmal fliegen. Den Baum nehme ich auch mit. Und es ist schon wieder nicht die Saison für Tamium. Fällt mir gerade auf. Weil wir schon wieder nichts finden. Das. Ja, Plutonium. Sehr schön. Und ja, natürlich. Am besten noch weiter weg.
Ja, zu weit weg. Sehr schön. So. Da ein bisschen Kohlenstoff auch nochmal aufgesammelt. Aber Thermium ist mal wieder nicht die Saison. Aber wir schlagen uns ganz gut, muss ich sagen, auch was die Kälte angeht. Also kein Sturm oder so. Hey, 1 Stunde 20 Minuten. Juhu. Haben wir schon hinter uns. Und ich sehe Plutonium. Und, warte mal. Da habe ich nicht gerade im... Nee, doch nicht. Ich dachte, ich habe im Augenwinkel irgendwo Thermium gesehen. War das nicht gerade so gewesen, dass wir gerade die ganze Zeit auf der Reise waren und auf der Suche waren nach Plutonium? Dabei war es direkt neben unserem Schiff. Ach komm, es muss doch irgendwo Thermium noch zu finden sein. Hallo? Guten Tag, Sven, und willkommen zu Let's Play Live Show. Ich grüße dich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und willkommen zur 300. Folge. Let's Play Live Show. So. Stunde 20 Minuten haben wir schon hinter uns. So, warte mal. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Wir haben... Es fehlt immer noch Thermium. Es ist doch... Die Ungeduld macht sich breit. Ungeduldig. Das kann nichts, aber warte mal, Thermium kann nicht mehr so rein sein. Ja, Schalke macht doch das Tor zum 1:0. Durch, was? Buchstaller. Ah, in der Nachspielzeit. Nein, echt? Cool. Freue ich mich. Sehr schön. Stimmt, ich habe ja heute die ersten Schalker gesehen. Ist ja heute Bundesliga-Anfang. So. So, nehme ich alles mit. Alles. Du kannst mich mal, Planet! Hast du gehört? Du kannst mich mal! So. Jetzt haben wir natürlich nichts, weil uns natürlich Zink fehlt, ne? Oder wie viel brauchen wir an... Ja, ich weiß, ich kann nicht aufhören. Warte eben, ich guck nur eben. Das können wir herstellen. Das können wir herstellen. Das können wir herstellen. Nein, es fehlt Thermium. Aber egal, wir haben die Antimaterie. Das heißt, wir haben jetzt 4 Zellen. Und wenn wir jetzt noch Thermium im Weltall oder sonst irgendwo sammeln, dann haben wir 5 Zellen in Reserve und das ist super. Das heißt, wir haben eine komplette Tankfüllung für unser Schiff. Und eine komplette Tankfüllung für, ja, im Nachhinein, wenn mal der Sprit ausgeht. So. Ich juck mich nochmal. Stille merken und waschen, ich weiß. So, aber egal. Thermium finden wir auch bei uns auf dem Planeten. Da, glaube ich, mache ich mir keine Sorgen. Das können wir immer noch... Können wir immer noch im Nachhinein... So, Ridium, guck mal, Kupfer und Zink brauchen wir für die Reparatur hier. Mhm. Impulsiebantrieb bietet verbesserte Manövrierfähigkeit und längeren Boost bei Raumflügen. Ja, das ist durch die Zerstörung von meinem Schiff gewesen. Haben die das zerstört. So. Mit einem vollen Tank geht's weiter. Ab zur Sternkarte und wir schauen mal, ob wir irgendwo einen radioaktiven Planeten finden. 3 Planeten. Warte mal, hier, was mit dem hier? Hier, der, ich will den hier haben, ja? Den, was hat der hier? 4 Planeten. Nehmen wir mal. Vielleicht der einen radioaktiven, den wir gebrauchen können. So. Ich sollte mir gleich mal was zu trinken holen. Und im Übrigen habe ich mir heute schon mal angeguckt, was ich mir dieses Jahr wahrscheinlich anschaffen werde. Da es ja wahrscheinlich drauf hinausläuft, dass meine, ja, allseits beliebte 3 Terabyte Festplatte verläuft,
Weil da habe ich gerade mal noch so 700 GB frei. Und ich werde mir wahrscheinlich so eine 8 Terabyte oder 9 Terabyte, ich glaube 8 ist glaube ich das Maximum gewesen, Terabyte holen. Ja. Kandensium. Ja! Hin, hin! Was in der Nähe? Ach, du kannst mich mal. Nein, du kannst mich mal. Scheiße, was ist die Raumstation in der Nähe? Ich brauch da Zeug. Davon werde ich so viel mitnehmen. Auf jeden Fall. Ah, warte mal. Gibt es hier Tamium? Irgendwo? Ja, Tamium. Juhu. Tamium, ich brauche Tamium. Warte mal, reicht das für den Dings? Ja, reicht. Yeah! Der Finger sah auf den Bildern aber ekliger aus. Aber dafür, apropos Finger, ist dein Haus denn ganz geblieben? Ja, ist ganz geblieben. Ich habe übrigens schon ein Unboxing-Video gemacht. Ist ganz geblieben. Aber bei mir der Finger um den USB-Stick, also um den Anschluss, ist irgendwie so ein ganz ekliger Aufkleber. Der war so richtig am, wie es ja im Video sehen. Boah, fürchterlich. Nein, wie geil, ein radioaktiver Planet. Das heißt, wir müssen hier die Pflanze finden, die wir brauchen. Davon werde ich ein bisschen was mitnehmen. Das heißt, ich werde hier mal eben landen. So, Landung einleiten. Einleiten. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie die Pflanze aussieht. Bestimmt die hier ist das. So, hast du ein Glück? Ich habe bei uns im Store waren alle echt? Was war denn kaputt gewesen, wenn ich mal fragen darf? Also das Dach oder was? Oder? Nee, das ist Eisen. Was war denn daran kaputt gewesen? Dieses Vordach? Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das schnell abbricht. Multiwerkzeug, Plutonium, Kohlenstoff. So, jetzt muss ich gucken, wo finde ich denn hier? Da bestimmt. Erstmal hin. Und ich bin radioaktiv so gut ausgerüstet. Wie soll ich den denn... Hä? Wie soll ich den denn bitte abfarmen, wenn ich den nicht abfarmen kann? Was? Wie soll ich denn bitte diese Pflanze abfarmen, wenn ich da den Handschuh für brauche? Und ich brauche ja diesen... What the fuck? What the fuck? Wie soll ich denn bitte den abfarmen? Hä? Verstehe ich nicht. Weil ich brauche ja diese Pflanze, um den Schutzhandschuh zu bauen. Kerstin, ich grüße dich. Willkommen zurück zur Let's Play Live Show. Hallöchen. Gratulation zum Jubiläum. Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank. Danke. So. Wie soll ich denn bitte das abbauen? Am Eingang des, was, das Dach und die Säule. Achso, okay. Nee, das war bei mir ganz. Und die war, oh, und die Tüte hatte nicht gepasst. Da war die so am Drehen. Und ich dachte schon, weil du geschrieben hast, war kaputt. Ich dachte so, ja, dreh doch noch weiter, Mädel. Das Haus ist gleich im Arsch. Und, ja, dann hat sie gesagt, wollen sie eine große Tüte haben? Für 2 Euro? Ich sag, ja, komm, die 2 Euro da. Sag ich, komm, sei mal fertig. Oh, wo krieg ich denn jetzt, wo krieg ich denn die Pflanze her? Weil ich bin auf einem radioaktiven Planeten. Nein. Also das verstehe ich jetzt mal gar nicht. Was ist das hier? Aluminium, toll.